Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ja, es geht direkt los. Also erstmal herzlich willkommen. Fangen wir damit an. Meine Evelyn wird mega pissed sein, dass ich ihr nicht helfe. Dem ist wohl so. Aber wie ihr gut erkennen könnt, spielen wir Tryndamere. Und wenn man als Tryndamere nicht sofort auf der Lane ist und Wut aufbaut und pusht, kann man gleich sein Leben deinstallieren gehen. Ich finde, das sollte man wissen. Gut, wir spielen heute Tryndamere. Und zwar nicht nur Tryndamere. Ich habe mir gedacht, wir spielen Lidl-Damere. Das heißt, wir werden, hier seht ihr das, wir werden so richtig, okay, tut ein bisschen weh, hör auf, bitte, hör auf, okay. Wir werden auf maximales Detect-Speed gehen. Also, ich habe noch nicht den genauen Plan mir ausgearbeitet, aber, ne, Lidl lohnt sich, wissen wir alle, Edeka auch. Und deswegen, also wir werden bauen, ja, ganz normale Attack-Speed-Schuhe natürlich. Oh, jetzt müssen wir eigentlich engagen. Jetzt, am besten, jetzt. Bam! Bam! Okay, ich sterbe, Leute. Ich sterbe. Wenn er mich jetzt an der sterbe ich. Geh weg, geht bitte fort. Au. Nein, unterlassen Sie das. Ich mache eine Unterlassungsanzeigenklage. Oh, er hat Ignite. Wir müssen da jetzt ganz schnell. Okay, wir haben alles benutzt, aber wir leben. Ist ein bisschen schwierig. Er hat Ignite tatsächlich, weil er dachte, ich spiele wahrscheinlich auch mit Ignite. Das Ding ist, er stirbt! Wuhu! Oh, herzlich willkommen zur Tryndamere-Show. Was geht ab und herzlich willkommen. Ja, Leute, outplayed, outsmarted, out-easied, out-welcomed. Er ist halt immer noch after all ja so. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Minions OP. Also, da kommt Fiddlefix. Ja, also wir werden... Also, lasst uns nochmal drüber reden. So, jetzt haben wir Ruhe. Attack-Speed-Schuhe sind cool. Vielleicht ein Rune King. Rageblade wäre, glaube ich, nett. Und ja, wir gucken mal. Wir fangen jetzt erstmal an mit Kal. Ich mag Kal. Kal ist nett. Ich liebe Kal. Und mit Schuhe. Denn, warum Schuhe? Der Grund ist folgender. Das Problem bei Lidl da mehr ist, und deswegen bin ich auch kein Turbo-Fan, theoretisch, dass, naja, erstmal muss es procken, dieses Attack-Speed, und dann müsst ihr die ganze Zeit am Gegner dran sein. Das heißt, wenn er wegläuft, könnt ihr das Attack-Speed nicht nutzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die ganze Zeit am Gegner dran sind, und deswegen habe ich auch Ghost mitgenommen. Dass wir richtig in den Gegner reinlidlen können, und deswegen wäre, glaube ich, auch Rune King sehr gut. Damit wir am Gegner kleben. Wir sind quasi auch Klebedamer, ne? Klebestift-Tründer. Er ist schon wieder fast tot. Ich habe nichts mit ihm gemacht. Was ist passiert? So, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Wut aufbauen. Er hat natürlich jetzt ein paar mehr Minions. Hält sich aber noch in Grenzen. Ich habe auch mal überlegt, ob wir demnächst nochmal eine Tryndamere-Runde machen. Wir können ja mal gucken, wie diese hier läuft. Wo wir nur Tryndamere auf der Sideline spielen. Ich meine, vielleicht wird diese Runde ja schon so. Aber dass wir uns wirklich als Regel auflegen, nur Top-Lane, nur Bot-Lane. So. Und jetzt, guten Tag. Einmal, ja, der kommt nochmal wieder. Okay. Kanone. Oh. Ja, wir müssen gucken, dass wir schön in ihn reinkritten. Und wir müssen aufpassen, dass wir auf seinen Ignite, dass der, wenn er das gleich wieder bald wieder ready hat. Kriege ich Geld von dem? Nein. Wäre eine frühe Ultimate gewesen mit Level 4. Mit Level 3. Mutig. So, erstmal wieder Wut aufbauen. Attack-Speed ist generell sowieso sehr, sehr gut auf Tryndamere. Ja, weil je öfter er schlägt, umso mehr Wut bekommt er auch. Ja, das ist nett. Grundsätzlich ist Attack-Speed besser als AD. Aber so unterm Turm zu stehen, ist ein bisschen nervig. Ein bisschen. Oh, ich habe einen zweiten Punkt E gemacht. Deswegen heilt auch die Q so wenig. Ich wundere mich schon, warum da so wenig kommt. Naja, normalerweise maxen wir die Q. Ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Aber gucken wir mal. Gut. Guti. Grundsätzlich sollte ich ihn fighten. Also, wenn wir beide keine Summoners haben, bin ich, glaube ich, stärker, weil das Ignite gibt ihm natürlich einen guten Vorteil und mir nicht. Autotech B. Ah, er hat das echt genau in dem Moment. Aber war ein guter Crit. Komm noch mal her. Er kommt noch mal, Leute. Und Lidl lohnt sich. Noch ein. Oh, naja, hat sich nicht so gelohnt, aber heißt ja nicht, dass es immer sich lohnt, ne? Manchmal geht man einkaufen und vergisst, was man kaufen wollte. Dann hat es sich nicht gelohnt. Gut, die Frage ist, wollen wir hart durchpushen? Geht er shoppen, ist die Frage. Hat er noch Pots? Er geht shoppen. Aber vielleicht auch nicht, doch. Okay, das heißt, wir pushen jetzt turbomäßig durch. Turbomäßig und holen uns eine Platte. Ich bin nämlich auch Platten-Tobi. Platten-Peter. Plattenralle. Komm schon, machen Platten draus. Bam. Also ich glaube, wir kriegen sie noch nicht, aber wir kriegen schon mal ein bisschen was drauf, oder? Ein bisschen was drauf, komm. Bam. Lidl wäre halt richtig hier cool. Hier wäre es richtig cool gewesen. Ja, naja, die Hälfte. Knapp die Hälfte, ein bisschen die Hälfte. Wir müssen jetzt auch gleich shoppen, deswegen pushen wir mal die Minions weg. Würde ich behaupten. Wobei, wir hätten schon eine Platte haben können, aber so habe ich wenigstens die Minions. Ich meine, wir können auch bleiben. Was können wir uns kaufen? Eine Attack-Speed-Schuhe. Naja, die sind nett, ne? Wir können ja mal hier warten und lunzen.
Naja, ich bin schnell. Attack-Speed-Schuhe machen mich schnell. Lass uns einfach... Wir sind ja auch Jogger, ne? Joggy McJoggingston. Deswegen rushen wir jetzt einfach auf die Top-Lane. Die Frage ist, ob Evelynn böse auf mich ist, weil ich ihr nicht geholfen habe. Potenziell ja. Unser Team Jace ist super scheiße, Leute. Also der Champion einfach spielt kein Jace. Wir haben keinen Tank, wir haben kein Engage. Wir haben aber, naja, so einen halben Engage vielleicht mit Evelynn. Wir haben immerhin eine Lulu, die uns so ein bisschen tanky macht. So, Ghost ist wieder ready, hat allerdings Ignite wieder ready. Wobei das vielleicht nicht ganz so wild ist, weil wir ja Tründer mehr sind mit unserer Ultimate. Ich glaube, wir freezen mal so ein bisschen kurz hier. Dann können wir ihn nämlich gleich richtig schön lange chasen. So richtig schön lange chasen. Naja, wardet gerade, glaube ich. Er hat ein bisschen Attack-Speed dabei, aber nicht so viel wie ich, glaube ich. Ne, und jetzt freezen wir einfach. Entweder er geht shoppen und verliert eine Million Minions, oder er kommt und ich verprügel ihn. Ist ein guter Plan, denke ich. So denke ich. Na, wir können ja Lieder singen. Oh, Tannebaum, oh, Tannebaum, wie viel Elo mache ich heute? Okay, jetzt langsam slow pushen wir, aber er hat auf jeden Fall schon turbo viel verloren. Turbo viel. Und ich würde turbo auf ihn eingagen, wenn er gleich einen Minion haben will. Falls. Falls. Ich hoffe, dass er will. Huaba! Ja, er verliert auf jeden Fall ordentlich, aber ich pushe leider langsam. Wap. Wap, 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 wap. Okay, sie will ganken, spanken. Okay, jetzt will er Minions haben, glaube ich. Jetzt ist er bereit dafür, Minions zu haben. Und jetzt engagen wir, wenn er den da haben will. Ah, das klappt so nicht. Ja, Evelynn ist da, aber... Jetzt! Go! Ghost ist an, Ghost ist an, Ghost ist an. Bam, bam, bitte. Schön, Solo. Schön weggesolo. Schreib mal einen guten Job. Und... Ah! Oh. Oh, das war wahrscheinlich die schlechteste Ultimate, die es auf diesem Planeten gibt. Aber ich hab... Das war die Vorfreude auf Towerplatten. Platten, Platten werden. Gibt es hier Platten, Platten? Noch ein bisschen hier was kaputt klappen? Platten? Platte, 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 Platte. Ich liebe Platten. Es gibt, glaube ich, wenige Dinge, die ich so sehr liebe wie Platten. Hallo? Eine Kanone ist nämlich auch mit. Wabada! 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 Oh, lecker Platte! Ja, heute wird geplattet. Oh Gott, ist das geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, er will mich, glaube ich. Aber du willst mich. Ah, doch, er will mich auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, aber ich glaube, ich überlebe das. Ich mache einfach so und dann bin ich weg. Later. So, ich würde sagen, wir gehen für Rune King. Kommt der nochmal? Weil, wie gesagt, dann können wir richtig Sticky Mac Stickenstein am Gegner dran kleben. Bitte, 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 bitte. Okay. Na, dann kleben wir wie Kleber. Ja, machen wir. Rune King und dann macht auch Dings mehr Sinn. Dann, wenn wir dann den Rageblade bauen, was ich denke, ich mache, dann machen wir ja so diesen Passive-Effekt doppelt und dreifach und vierfach drauf. Klar sind Items wie Infinities, Edge und so cool und Essence Reaver und ihr sagt jetzt, Tobi, du musst Tiamat bauen und so, aber es geht nicht darum, klug zu sein. Es geht darum, Spaß zu haben, ne? Deswegen gucken wir mal. Okay, Bruder, du gehst jetzt weg, okay? Können wir das unterlassen hier? Wir haben jetzt richtig viel Geld, er hat nur Attack-Speed. Batz! Batz! Ja, jetzt können wir ihn auch schön slowen. Ghost ist auch bald wieder ready, ist nicht verkehrt. Und ich würde sagen, wir müssen seinen Turm kloppen. Prügeln und kloppen. Noch ein bisschen Wut aufbauen. Bisschen Wut aufbauen und Abfahrt! Diesmal habe ich dich. Diesmal habe ich dich. Lady! Oh, komm schon. Ja, jetzt muss ich all in. Guten Tag. Guten Abend! Da, 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 da. Ja, so. Ja, so. Gut, schön, 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 schön. Das war richtig, richtig schön. So, kann der mich töten? Potenziell, aber ich habe Ultimate. Das müsste eigentlich... Also, selbst wenn er mich jetzt ultet, müsste ich das überleben. Und ich würde sehr gerne noch die Platte machen. Kannst du bitte... Kannst du bitte... Vielleicht töte ich ihn einfach auch. Guten Tag, darf ich dich töten? Darf ich oder darf ich nicht? Leute. Ich glaube, ich töte ihn, oder? Darf ich? Darf ich oder nicht? Ja, ist ja gut. Okay, hast gewonnen. Aber er sah so lecker aus. Ich kann leider gar nichts kaufen. Er hat echt viel CC dabei. Ich glaube, er bricht mich nochmal ab. Ja, ich muss zweimal Attack-Speed. Okay. Sehr gut. Zweimal Attack-Speed. Dann sind wir jetzt auch... Na, wie viel haben wir bisher? Wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht overcappen. Das Cap ist ja 2,5. Damals konnte man mit Lidl auch über 2,5 hinaus, übers Ziel hinaus. Das geht nicht mehr.
Und eigentlich würde ich auch niemandem empfehlen, auf einen Nahkämpfer super viel Tech-Speed zu bauen. Es gibt Ausnahmen, die sehr schnell rennen, wie Master Yi. Aber Attack-Speed auf dem Nahkämpfer heißt immer, ihr müsst lange permanent am Gegner bleiben. Wenn ihr 0,3 Sekunden hinter dem Gegner herlaufen müsst, könnt ihr schon wieder einen Angriff nicht machen oder so. Ne? So, Ghost ist gleich ready. Wir können hier ein bisschen freezen. Wobei ich auch gerne seine Platten hätte, ne? Aber was du heute nicht kannst platen, mach einfach morgen. Ne, dann freezen wir ein bisschen. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit, ihm gleich aufs Maul zu hauen. Und er verliert Minions. Und ich habe eine lange Reise. Jetzt ist leider die Kanone in den Turm gefahren. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich habe eine lange Möglichkeit, ihn zu chasen. Chasen into basen. Ist er in der Mitte? Wirklich? Okay, dann. Lol, er geht einfach in die Mitte. Ja, sag er mal. Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Die machen aber jetzt nicht den Tower kaputt, sonst werde ich wütend. Also, ganz kaputt. Ich will nämlich First Turret haben. Dann werde ich wütend. Aber die sind beide in Mitte. Das heißt, das Ding gehört hier mir. Das ist meiner. Das ist meiner. Den gönne ich mir jetzt. Aber erstmal gönnen wir uns die Minions. Dann sind gleich meine anderen Minions direkt am Start. So, und jetzt können wir das Ding wegprügeln. Ich glaube, den mache ich jetzt kommen. Das Ding ist, es kann sein, dass Fiddlesticks und Yasuo jetzt kommen. Na, never mind. Fiddlesticks ist tot. Ja, dann ist das jetzt meiner. Dann so war ich drin, mehr der Größte heiße. Beanspruche ich dieses Gebiet für mich. Das ist meins. Schön. Ja, ohne Tiamat dauert das hier echt ein bisschen, aber... Oh, ich habe Discord noch offen. Muss ich dann gleich... Immer dieser scheiß Discord, ey. Bab, so. Also, gut. Guti. Ich hoffe, dass die Sound... Na, manchmal verstellt er den Sound. Das nervt. So. Ich könnte ihn töten, aber ich glaube, wir machen meinen Blue King fertig. Die Frage ist, gehen wir jetzt Botlane? Ich glaube, wir bleiben einfach oben. Wir machen es wie ein Tründer, der das so macht. Und jetzt gehen wir Rageblade. Das wäre mein Plan. Ob das Sinn macht? Kein Plan. Oh, wir haben sogar... Ne, wir haben keine Infernal. Leute. Talia würde ich super gerne töten. Aber ich denke, dass einfach... Ich töte das, was kommt. Wenn nichts kommt, dann nicht. Und ich glaube... Ich habe halt keine Wut. Aber ich könnte jetzt so aus der... Warten, bis er pusht. Und ihm dann den Turbo-Karglas-Tarif geben. Karglas repariert und tauscht aus. Aber ich glaube, er ist shoppen. Er ist noch hier. Tobi repariert. Tobi tauscht aus. Guten Tag. Einmal bitte austauschen. Bap, bap, bap. Later. Outplayed. Outplayed, Son. Oh, wir haben keinen Crit. Das merke ich gerade. Ne? Wir brauchen vielleicht noch... Gibt es einen Crit? Oh, Phantom Dancer oder sowas. Weil vielleicht müssen wir Phantom Dancer vorher bauen. Weil wenn wir nicht critten, dann kriegen wir keinen Cooldown wieder auf der E. Das suckt schon ziemlich hart. Aber Rageblade ist halt auch cool, ne? Hm. Ja, müssen wir mal sehen. Ah, oh, das war knapp. Ja, das habe ich gerade gemerkt, dass ich mega lange nicht gekrittet habe oder so und deswegen nicht dashen konnte. Freihändig. Freihändiges Tryndamere-Gameplay. Der braucht ganz schön lange. Klatsch, klatsch, klatsch. Da muss noch mehr gehen. 1,5 reicht nicht. Da muss mehr gehen. Sollen wir? Wir haben noch Ultimate, aber der Rest ist alles auf Cooldown. Ich könnte ja mal so ein bisschen schnuppern, sag ich mal. So zum Beispiel. Bam! 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 Oh! Frage ist, killt... Nee, er killt mich nicht. Kill ich ihn? Ja, ja. Er hat gleich wieder sein Schild. Ja, Hasaki! Ja, wir wollen mal. Ich hätte schon Lust, so ist nicht. Gehen Sie bitte fort! Ich kann mich ja heilen, ich bin ja heil da mehr. Aber er wird mich gleich engagieren. Gehen Sie bitte. Ich heile mich doch, guck mal, wie wir uns heilen. Gehen Sie bitte fort, dankeschön. Oh, das hat nicht geklappt. Bitte unterlassen Sie das. Unterlassen Sie das bitte, Sie sollen das unterlassen. Gehen Sie fort, tschüss, later. Wir sehen uns. Und zwar jetzt. Oh, sie chased mich. Hey, du kannst mich nicht chasen. Wer bist du, dass du mich chasen kannst? Dieser Yasuo, Leute. Ich meine, es ist einfach jetzt so. Was soll man sagen? Ich bin da. Hätte Bock. Also, aber nur ein bisschen. Hab kein Ultimate. Aber hätte schon Bock ein bisschen. Naja, jetzt habe ich doch keinen Bock mehr. Bin raus. Naja, so ein bisschen Bock. Aber nicht zu viel. Ja, okay, doch. Ich hab Bock. Haha, One-Shot. Jetzt ist dieses Champion, wo ich nicht mal weiß, wie der normal ist. Talia. Talia. Gibt's nicht auch mit Schadenviertel oder... Was ist das hier für ein Plan? Ja, okay, dann lassen wir das. Gut, also jetzt ist halt die Frage. Wir brauchen Crit, das ist klar. Ach, Leute.
Wir brauchen Crit. Crit ist hier. Wir gucken einfach mal. Attack Speed. Crit. Ein Storm Razor. Das ist ja mega cool. Lass uns den kaufen. Einen richtig schönen Storm Razor. Problem ist, wir müssen hier das verkaufen. Dann haben wir auch keinen Livestream mehr, aber naja. Ein schöner, schöner Storm Razor. Mega cool. Wie viel hat der? 25? 20, glaube ich. 25. Wie viel haben wir denn dann? 75 reicht. Also wir könnten noch einen Phantom Lancer bauen. Und ein Rage Blade. Dann haben wir auch maximal. Mehr Attack Speed kann gar nicht gehen. Also doch, Nashos, Trinity hat ziemlich viel, aber das müsste auf Maximalus reichen. So, ich würde gerne eben 23 Sekunden warten und dann ihn vielleicht sogar freihändig töten. Meint ihr, es klappt? Mit Rune King und Ghost, ja. Die Frage ist, geht er weg? Ich glaube, ja. Guten Tag. Darf ich bitte einmal... Hallo? No! Du bleibst hier. Renn! Renn um dein Leben! Renn! Freihändig! Hehehe, outplayed! Outplayed! Der freihändige Thundermess der deadliest. Butz! So, gut. Wie viel brauchten wir den Ding? 1,7. Wir kriegen aber auch gleich Karl abgearbeitet. Sehr schön. Und jetzt lass mal einfach den Tower weiter verprügeln hier. Würde ich sagen. Und wir haben jetzt, wenn er gleich kommt, ich könnte ihm, egal, also wenn er kommt, also wenn Yasuo kommt, ah, vielleicht töten wir auch ihn. Ich würde den Blue Buff gerne haben. Dürfte ich? Ich tue so, als wenn ich das dürfte. Und dann, wenn er gleich kommt, das ist meiner. Ich mach den, das ist meiner, ich mach den. Das ist meiner, ich mach doch den. In welcher Welt leben wir, wo das einfach geklaut wird? Ich wette, Yasuo ist jetzt unten. Ja, oder nicht? Wenn er kommt, mache ich sofort Abfahrt. Er ist wirklich unten. Er hat keinen Bock mehr. Sehr gut. Sehr gut, die. Bam! Oh, was? Da, 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 da. Da, da, da. Leute, ich klopf mal hier. Guten Tag. Ich würde gerne meine Schokolade verkaufen. Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? Freihändig! Komm schon, freihändig. Einmal klicken und go. Scheiße, es geht nicht. No! Okay, es war. Ich wurde outplayed. Ich wurde massivst outplayed. Scheiße. Mist. Okay. Jetzt haben wir Storm Razor. Wie viel Attack Speed? 1,6. Das ist nicht so viel, wie ich gerne hätte. Ich hätte gerne 2. Wofür? Aber Lidl gibt auch mega viel, ne? Lidl gibt 85% auf alles. Aber. Allows you to temporarily exceed the Attack Speed Limit. Oh lol, wusste ich gar nicht. Hä? Dachte, das hätten die rausgemacht. Hä, man kann also doch über 2,5 damit hinaus? Das ist ja turbogeil. Attacking a champion extends effect to 6 Sekunden? Das ist auch super nett. Wusste ich auch nicht. Ich spiele das nie. Woher soll ich das denn wissen? So, jetzt Rageblade oder Phantom Nets. Mit Phantom Nets hätten wir 100% Crit, aber Rageblade gibt mir Attack Speed oder so. Ja, wir gucken mal. Außerdem, was für Rageblade spricht, ist, dass das Bild mega cool aussieht. So eine feurige Klinge. Sieht richtig cool aus. Ich hole mir jetzt erstmal Red Buff. Na, es könnte sein, dass die Gegner jetzt rendern, doch. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Gut, Red Buff haben wir. Rune King haben wir. Ghost haben wir leider nicht, aber Flush. Royal Flush. Da ist Talia. Mit der habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Ah, shit, gegen die Wand. Ja, dann hauen wir eben den aufs Maul. Bam, 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 bam. Was? Okay, jetzt haben wir ins Talia. Und da, Talia, ich glaube, die Frage ist, die ist hier. Die ist da drin. Oh, läuft die nach oben, läuft die nach unten, läuft die nach oben? Die läuft nach gar nicht. Guten Tag. Darf ich einmal? Dürfte ich bitte? Dürfte ich bitte bitten? Dürfte ich vielleicht bitten? Einmal bitten, bitte. Batz, batz. Ich meine, es gibt viele Leute, die hassen Trünner mehr und sagen, er ist ein No-Skill-Champ. Das Ding ist, ich bin 7-1. Ne? Das müssen wir kurz erstmal berücksichtigen. Ich bin fett. Ja? Mit 7-1 würden einige Champions sowas machen. Punkt Nummer 2 ist, das Ding ist, gegen Leute zu spielen, die nicht wissen, dass Trünner mehr eine Ultimate hat oder wie man dagegen spielt. Die, so Noobs zum Beispiel, wenn Trünner mehr macht Ultern und die bleiben einfach vor ihm stehen und fighten ihn, was gar keinen Sinn macht. Wenn aber irgendwann hast du smarte Spieler, die dich kiten und sowas und die gucken, wann deine Ult abläuft und sowas. Außerdem, gegen richtig gute Spieler zu spielen, also da wird Trünnemer wirklich irgendwann richtig schwer. Muss ich echt sagen. Guten Tag. Einmal Fisch. Ragu, bitte. Oh, ich glaube, ich bin tot. Flash! Lauf! Lauf! Dreh! Oh, oh,
ho, 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 sie ist schneller als ich, sie ist schneller als ich, sie ist schneller als ich, sie ist schneller als ich. Ja, okay. Du bist auf meiner Liste. Okay. Ja, das war auch maximal kacke, ey. Das war maximal. GG Jungle-Differenz, schreibt er. Er ist selber der Jungler, ist immer mutig. Gut. Ja, Evelyn ist schon echt fett, aber ich bin auch fett, Leute. Und meine Botlane intet, also. Ja, Phantom Dancer, mit Phantom Dancer bin ich auch ein bisschen schneller am Laufen, weil ich bin immer noch. Irgendwie hat Ghost zu viel Cooldown und so. Ragebait krieg ich eh nie gestackt. Müssen wir mal Phantom Dancer bauen. 1-7, ja. Wir sind dabei. Oder lieber doch ein Rageblade. Ja, komm, einfach weil es cool aussieht. Was soll der Geiz? Ne, was soll der Geiz? Scheiß auf Crit. So. Leider. Oh, der Yasuo. Oh, er gönnt sich Geld. Oh, wie viel hat er bekommen? Ein Tausi? Einen schönen, dicken Tausi? Das Ding ist, ich kriege keine Gegner mehr, die mich one-on-one. Ich glaube, ich farm mal ein bisschen Jungle, aber es dauert viel zu lange, oder? So, die Dinger hier zu kaputt zu machen. Ja, geht, ne? Geht, 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 geht. Ich kann ja mal fragen, einfach. Einfach mal aus Interesse. Someone one-on-one? Nehmen wir diese Top-Laner. Come on, one-on-one me. Man kennt sie, die guten Top-Laner. Meistens von Riven-Spielern. You can't one-on-one me. Try it. Oh, Evil-Dings hier. Fischmann-Frau. Du kriegst jetzt auf den Sack, Kanane. Bam! 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 Alter, was passiert mit mir? Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Alter, da sieht man einfach, warum Trünner mehr in Teamfights halt eine absolute Katastrophe ist. Ich war einfach... Ich meine, okay, es war eins gegen alle. Ich war einfach... Nein! Oh! Ich war einfach Turbo-CC'd. Also Turbo-CC'd. Nonstop. All-Time. Okay, Leute, ich bin... ich habe alles benutzt. Ja, machst du mir... Schaffen wir Golems? Ja, ne? Ich brauch Rageblade. Wie viel kostet der Bums? 1,250. 25er. Naja, ein Teamfight, also Splitten ist cool. Ein Teamfight ist nicht ganz so geil. Das ist Fiora besser, glaube ich. Ich glaube, Fiora macht nicht ganz viel Tower Damage, aber. Oh, guten Tag! Guten Abend! No! Ja. Ist laut, du Hühnchen. Komm her, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Komm schon! Oh. Au, au, au. Hä, was war das? Achso, das war unser. Oh, sie sind alle tot. Ja, ich glaube, dass der Keks ist hier bald gelutscht, Leute. I think. Ja, das war's. Ja, war trotzdem eine nette Runde, Leute. Ich kann mir das auch nicht immer aussuchen. Manchmal stompe ich die Gegner, manchmal nicht. Was soll ich machen? Ich meine, es war halt eine Sur. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt das Full-Ultra-Attack-Speed-Experiment jetzt nicht beenden konnten. Aber dennoch wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, seht ihr zu, macht da weiter. Wiedersehen, goodbye und tschüssikowski, Manowski, later, Makeda. Bis Schüsseldorf.